Hallo Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Ja, wir stehen hier unter dem Batman-Logo und wir müssen die Kanalisation und Black Mask finden. Anscheinend lebt er da unten weiter. Aber wie ihr seht, haben wir da unten vielleicht ein kleines Problem, damit wir da rein können. Ja, ist jetzt die bessere Taktik gleich Vollgas rein oder nutzen wir ein paar Gadgets? Ich glaube, wir nutzen wieder diesen Erschütterungszünder. Mit dem klappt es ja eigentlich immer recht gut. Wir müssen ihn auch noch einwerfen. So, gucken wir mal. Punch him! Ja, da haben wir schon den Eingang gesehen. Ich mache jetzt lieber alle fertig, bevor die mich hier irgendwie meine Tür zu müssen oder so. So. Ah, war schlecht von mir hier. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Wir haben ja viel Mario Kart gezockt. Ich hoffe, ihr schaut da auch immer überall rein bei unseren ganzen Let's Plays. Und Mario Kart ist ja ein richtig heißes Ding, macht echt Fun mit meinen Leuten. Und natürlich werden weitere Parts folgen. Vielleicht mal eine kleine Info für euch zu unserem Upload-Plan. Meine Videos kommen in der Regel immer um 14 Uhr. An unterschiedlichen Tagen, montags Batman zum Beispiel. Und dienstags dann gleich Mario Kart. So sieht jetzt mein Upload-Plan aus. Und ja, für euch mal zur Information. Vielleicht machen wir sogar mal was online. Und ja, jetzt gehen wir hier in die Kanalisation bei diesem schönen Wandgemälde. Schauen wir mal, was uns die Kanalisation zu bieten hat. Wo ist Black Mask? Lebt er noch? Oder hat ihn der Joker wirklich getötet? Das sieht verdammt nochmal nicht gut aus. Okay. Wir gehen lieber vorsichtig rein. 10 unbewaffnete Männer sind da. Und ich glaube, ja, hier komme ich eh nicht lang. Da komme ich wieder nicht durch. Also gehen wir natürlich gleich mal hier lang. Ui. Komisch. Das sind Black Masks, Mann. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten. Na, der kann mir jetzt nicht so imponieren, dieser Kung-Fu-Typi. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampf. Den packen wir uns gleich mal. Beschützen vor den Ratten. Nein, vor den Ratten. Und setzen ihn gleich außer Gefecht. Dann kann der uns gar nichts mehr tun. Oh, die haben noch einen. Punch hier am besten gleich wirklich hier. Ah, ich habe natürlich auch was drauf, Kinder. Ich glaube, ich habe ihn schon ausgeschaltet mit Lasche. Und ja, ich glaube, ich schlage mich hier ganz gut. Mal einen Konter hier. Ah, wollte ich nochmal kontern. Manchmal geht's. Ah, oh, zwei auf einmal. Ja, der war geil. Nochmal. Seid ihr alle hier? K.O. Yeah. Ich finde, es läuft einfach gut. Oh, oder auch nicht. Aber ich komme gleich mit einem mit. So. Was macht Black Mask hier? Sind das überhaupt Black Masks Männer? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. So, jetzt wird es Zeit, dass ihr alle mal K.O. geht, ja, yeah, das war's. Was steht denn da? CPD 500 Meters. Dann werden wir dann da rein müssen. Sonst noch was hier? Ich glaube nicht. Okay, da hilft uns bestimmt wieder unser Explosivgel. Ah, ich verwechsel immer die Tasten. Ich will immer mit R1 sprühen und mit R2 zünden. Naja. Okay, sliden wir mal unten durch. Hat echt Style. Ich habe Angst, dass da was runterfällt auf meinen Kopf oder so. Dann schauen wir mal rein. Okay, wieder Gegner. Wo müssen wir hin? Okay, da können wir uns raufziehen. Ich würde sagen, dann schauen wir uns nochmal um.
Können wir da auch rüber? Probier's mal. Ja. Da ist wieder so ein Ding, aber das hört, glaube ich, nach einer Zeit auf. Können wir hier so hin? Und dann. Ja, den packen wir uns gleich. Tschüss. Ach, da ist noch einer. Das war's für dich. Ach, voll auf das Ding, das war cool. Was ist das denn? Stufenanstieg, habe ich gar nicht mitgekommen. Unsichtbare Jäger mal. Was haben wir da noch? Den Doppelbattering. Oh, den kann ich noch gar nicht benutzen. Machen wir das mal. Die Battering-Betäubungsdauer. So, wo muss ich jetzt hin? Nach oben natürlich, ja. So. Links oder rechts rum? Rechts rum wahrscheinlich. Oh! Voll da reingelaufen. Da war natürlich nicht der Burner. So. Hier geht's die Treppen hoch. Kann ich hier was machen? Ich kann hier was benutzen. Ich habe hier irgendwas gedrückt. Vielleicht muss ich das hier erst aufmachen, damit da was geht. Die Frage, was ich jetzt eigentlich gemacht habe. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe das hier benutzt, oder? Okay, und jetzt muss ich da rüber, oder wie? Da brauche ich die Granate, aber die habe ich ja noch nicht. Also ich könnte natürlich versuchen, mit ihm hier. Ah ja, die kommt zu mir jetzt, ist klar. Ah ja, ich glaube, jetzt weiß ich wieder. Genau, das leiten wir jetzt voll gut rein. Da bekommt jetzt gleich eine mit. So, der ist K.O. Schauen wir uns hier mal um. Das müsste eigentlich in der Hauptcomputer schon sein, oder? Nee. Sorry. Wo muss ich jetzt hin? Also hier geht es anscheinend nicht weiter. Oder muss ich da rein? Muss ich da irgendwas auslösen? Nein, da muss ich also auch nicht rein. Wo muss ich hin? Ah, hier, guck mal. Da guck mal. Wo ist er? Da ist er. Müssen wir wieder hacken. Pumpenzugang. So. Ha! Da fliegen wir jetzt gleich hin, würde ich mal sagen. Das müsste eigentlich funktionieren. Spring, Batman! Was machst du, du Arsch? Ja, rette dich vor dem Nass. Dass du mir stirbst. So. Das war jetzt natürlich sehr, sehr ungeschickt. Und wo zur Hölle bin ich jetzt? Bravo. Naja, eben da hoch und jetzt da eben so rein. Das war jetzt auch mit Glück hier, dass ich da reingekommen bin. Machen wir mal keine Gegner. Noch nicht zumindest. So. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, wenn ich weiter sofort ringe in der Kanalisation. Vor allem da ist alles so beschrieben, so komisch beschriftet. Okay, da ist wieder ein gepanzerter Gegner. Ich glaube, wir müssen links, oder? Wir wollen ja in diese Verbrecherkartei. Da müssen wir dann doch zu denen natürlich. Das ist eigentlich logisch, aber was sind die Gegner da? Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Ich pack mir jetzt die zwei, glaube ich. Boah, das ist natürlich nicht gegangen. Dann packe ich mir lieber gleich die Dinger hier. Hier voll Blatt. So. So. Dann
nochmal übelst die Fresse polieren, den ganzen Idioten. Ja, der ist weg. Da bringt noch gleich wieder zwei saftige Schläge mit. Wo ist der Jiu-Jitsu-Typ? Ist der schon K.O. auch? Das ist natürlich sehr gut. Jetzt kommt's her. Dann gibt's einfach mal Ruhe. So. Schön nochmal das Bein brechen hier. Okay, jetzt ist mal klar, ich muss hier wahrscheinlich den Shut betätigen. Hoffentlich kann ich diese Sprengladung nicht gut machen. Oh oh. Oh oh. Oh nein, ein Riese, verdammt! Und dann hat ein Gewehr. Okay, jetzt schalte ich erstmal die alle aus. Oh je. Yeah. Oh. Immer noch seine Waffe hier. Oh oh. Oh shit! Oh, ich bin Batman, Mann! Boah, das ist brutal, der Kerl hier. Leck mich am Arsch, ey. Ich punch ihn einfach. Ja, nochmal. Das war's. Hier noch einer. Ich glaube nicht. Okay. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Clever, clever von Black Mask. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lazy Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig, für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Einfach nur geil. Einfach nur geil, oder? Also ich finde es storymäßig echt cool gemacht, einfach. Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel.
aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Okay, dann schnappen wir uns wohl mal diesen Joker. Einfach zu cool. Erstmal wieder hier rauskommen. Okay. Dann gehen wir hier lang. Überall diese Sprengfässer und so, ja, klasse. Krass. Typisch. Hier irgendwie Joker-mäßig oder nicht? Crazy Typi. Okay, ab zur Gossams Merchants Bag. Dann können wir uns vielleicht diesen Joker gleich mal schnappen. Was zur. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Herrn. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Die werde ich mit euch haben. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Bitte, wenn mich jemand hört, er will... Oh je. Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Also, Jervis Tetch ist der Mad Hatter, der verrückte Hutmacher, bekannt eigentlich aus von Alice im Wunderland. Okay. Hutladen. Gut. Ja, von Alice im Wunderland kennt vielleicht auch ein paar von euch. Ist, ja, auch ein ziemlich krummer Typi eigentlich, dieser verrückte Hutmacher. Ich habe es als Kind eigentlich nie so gern angesehen. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich für Kinder was ist. Wir könnten jetzt natürlich zu Turch hier mal einen Besuch abstatten. Und ich sage, wir machen mit der Hauptstory weiter und gehen die Gotham Merchants Bank. Oder aber, wir könnten den Funkturm hier auch mal deaktivieren. Wäre auch interessant, wenn wir schon eigentlich so ziemlich nah da sind. Ist natürlich dann auch praktisch für die Schnellreise. Bewegen wir uns mal dahin. Wenn ich überhaupt schon die ganzen Gadgets habe, damit ich das lösen kann. Jetzt ruckelt es hier ganz schön hin, Mann. Was ist los? Was ist los hier? So. Schön gemütlich gleiten hier. Der Pinguin ist durchgedreht. So, jetzt können wir hier wieder unsere Haken benutzen. So. Da muss ich jetzt dann hoch, oder? Sind wir ja schon da, oder? Ach, da ist er. Was hab ich da angesehen? Mein Gott. Meine Jüde. Okay, das ist der. Oh, da sind ab und zu Scharfschützen da. Nein, da fehlt mir noch das Equipment, dass ich das lösen kann. Okay, dann machen wir lieber eine Schnellreise nach Norden. In die Bowery. Genau. Und. Na? Geht irgendwie nicht? Warum geht's nicht? Wieso kann ich hier nicht hinfliegen? Warum geht das nicht? Was ist los? Kann ich hier hinfliegen? Drücke ich den falschen Knopf? Muss ich so stehen, damit ich das. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. So kann ich die Schnellreise nicht benutzen. Geh doch sonst mal. Ah, leck mich am Arsch, da fliege ich halt hin. Da fliege ich halt hin. Wenn es nicht anders geht. Schnüsseln.
Kälteren. Ich kann ja fliegen, ich bin ja kein Trottel. Oder so. Überall abgesperrt und so. Ich fliege lieber oben rum, das ist mir irgendwie lieber. Warum ist das nicht? Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Geht doch sonst immer. Sieht irgendwie cool aus, da im Hintergrund ist Batman-Logo. Das Bat-Signal, natürlich, besser gesagt. So, also. Haben wir also wieder mal festgestellt, dass der Joker total crazy ist und einfach mal hier jeden verarschen will. Und Black Mask einfach gekidnappt hat, damit er in die Bank kommt. Doch, der Joker steht ja für Chaos eher. Ist er wirklich Geld, was er will? Oder will er nur die Stadt nur brennen sehen? Wie es Alfred so schön in The Dark Knight sagt. Hä? Das brauche ich auch nicht mehr. So. Jetzt bin ich schon fast da. Jetzt muss ich nämlich nach links. Ich mache einfach Abkürzung. Müsste gehen. Ja, ein paar. Also die Nebenmission, wie gesagt, mache ich außer die vom Riddler. Glaube ich, habe ich schon gesagt, oder? Ja, die sind echt, ziehen sich ganz schön, aber ich sammle ein paar Dinge ein, damit ich meine, damit ich mich aufrüsten kann und so. Normal müsste das fürs Finale dann auch. Fand ich jetzt nicht so schwer, das große Finale. Ich glaube, das habe ich ganz gut auch hingebracht. So, sind wieder Schützen. Und da ist die Seonis Bank. Ich glaube, ich kann da irgendwie hinten rein. Aber da kann ich nicht durch, oder? Mein Gott, immer diese komischen Scheiß-Spieldinger. Ich bin in keiner beengten, bla bla bla. Ah ja, das können wir gleich mal so machen. So, eine Markierung gescannt. So, wir müssen irgendwie in die Bank. Wie schaut's aus? Ich muss da wieder unten rein, oder? Schau so aus. So. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Wo geht's denn hier mal rein? So. Dann gehen wir halt einfach so durch. Wenn's ja nicht anders geht hier. Das können wir auch mal zerstören. 5-1. So. Noch eins. So. Und jetzt sind wir in der Bank. Zugesperrt. Und die Alarmen. Glockenläuten. So. Und den anderen Weg suchen wir im nächsten Part. Danke wieder fürs Zuschauen. Bis dann.